Hallo, liebe Freunde einer Stadt ohne Dreck, Lärm und Gestank. Einer Stadt, die lebenswert ist. Unsere Stadt Stuttgart, die wieder für die Menschen da sein soll. Es ist gut, dass die Montagsdemo jetzt hier mal ins Nordbahnhofviertel kommt. Denn gerade hier an dieser Ecke zwischen Eckartstraße und Otto-Umfried-Straße, dort erleben die Anwohner die schmutzige Seite von Stuttgart 21 jeden Tag, fast jede Stunde. Diese Strecke hier, die jetzt durch uns blockiert wird, ist die Zufahrt zu der zentralen Baulogistikfläche am Nordbahnhof. Es gibt bis jetzt keine andere Zufahrt, deshalb können jetzt auch die Baufahrzeuge nicht fahren. In den Hochglanzprospekten ist für Stuttgart 21 eine Baulogistikstraße oder ein ganzer Abschnitt ist dem gewidmet, Baulogistikflächen, Straßen und so weiter. Dazu heißt es in den Planfeststellungsunterlagen, ich zitiere, es wird das Ziel vorgegeben, die Emissionen aus dem Baubetrieb wie Schmutz, Staub, Abgase und Lärm zu minimieren und einen insgesamt ökologisch verträglichen Bauablauf zu gewährleisten. Aber es heißt genauso weiter, und das ist für jede Baustelle zutreffend, die Baulogistik soll dazu dienen, die Bauabläufe möglichst effizient zu gestalten. Beide Ziele werden von den Projektbetreibern offenbar überhaupt nicht ernst genommen. Es heißt in den Planunterlagen, ab Baubeginn im ersten Jahr soll die Baulogistik aufgebaut werden. Ab Baubeginn 2010, das heißt 2011, hätte unten an der Bahnlinie entlang eine Baulogistikstraße fertig sein sollen. Weit, weit entfernt. Das Fällen von Bäumen und das Abreißen von Bahnhofsflügeln, also destruktive Arbeiten, waren der Bahn offensichtlich viel wichtiger, als konstruktiv zu zeigen, dass sie wenigstens eine Baulogistikstraße hinbekommen können und da mal konstruktiv was zeigen. Hier gegenüber im Gemeindehaus der Martinskirche fand im April 2013 eine Infoveranstaltung, man könnte auch sagen Bürgerbeschwichtigungsveranstaltung, zu den Auswirkungen, zu den Bauabläufen im Nordbahnhofviertel im Jahr 2013 statt. Im April 2013. Man kann auf den Herzlein-Seiten das heute noch nachlesen, unter Schlagwort Bürgerinfo Nord finden Sie Sachen, auf die ich im Detail eingehen werde. Gleich vorausgeschickt, die Präsentation hat ein Bauleiter gemacht, der dafür verantwortlich ist, diese Baulogistik herzustellen. Der Herr Bücker ist das. Er hat versprochen, bis Februar, allerspätestens März 2014, die Baulogistikstraße zu übergeben. Daran will er sich messen lassen. Also ich würde sagen, so klein, auch wenn es kalt ist. Es gibt viele Abschnitte, etwa 10, 12 Abschnitte, die dort vorgestellt wurden, wann sie fertig werden sollen. Viele Termine lagen im dritten und vierten Quartal 2013. Diese Abschnitte sind zum Teil heute noch nicht fertig. Wir laufen nachher zum Nordbahnhof. Dort wurden zwei neue Brücken oder eine breite Brücke eingebaut, über die die Logistikstraße die Nordbahnhofstraße queren sollen. Diese Brücken sollten im Oktober 2013 eingehängt werden. Sie wurden eingebaut im Mai dieses Jahres und es geht bis jetzt noch keine durchgängige Fahrbahn drüber weg. Soweit dazu. Kurz davor an der Rosensteinstraße sollten Lärmschutzwände errichtet werden.
Dort läuft die Baulogistikstraße mit etwa 20, 30 Meter Abstand direkt vor den Fenstern der Anwohner entlang auf dem alten Bahndamm. Der sollte aufgeständert werden und ein 2,5 Meter hoher Lärmschutz errichtet werden. Fertigstellung war avisiert. Sie können das gerne alles nachlesen. Für September 2013. Schauen Sie sich das nachher an. Sie sehen dort einige Pfähle, die in den Boden gerammt wurden in den letzten Wochen. Also von einem fertigen Lärmschutzwall ist dort an der Rosensteinstraße nichts zu sehen. Solche katastrophalen Abweichungen von Plan und der Realität, uns trifft heute nur für die Baulogistikstraße, gibt es beim gesamten Projekt Stuttgart 21. Das betrifft solche Teile wie den Esenbach-Düker, die Tunnelvortriebe, den Abbruch des alten Bahnhofsdaches in den nicht mehr benötigten Teil. Und man könnte es endlos fortsetzen, wo sich die Termine nach hinten schieben, aber nicht die Realität begriffen wird und keine Konsequenzen gezogen werden. Und wenn ich dann noch höre, wie der Herr Kuhn und leider auch der Herr Herrmann sagen, sie sehen ihre Aufgabe darin, die Baustelle schneller voranzubringen, damit das endlich fertig wird, dann kann ich darüber nur müde lachen und frage mich, woher diese Herren den Glauben nehmen oder wie man das bezeichnen soll, woher sie oder wie sie den Zustand des Projektes einschätzen. Sie werden doch auch nur betrogen und belogen und lassen das zu. Ja. Leider muss ich aber alle, die an eine baldige Fertigstellung dieser Baulogistikstraße glauben und darauf sicherlich auch hoffen, damit hier Lärm, Dreck und Gestank verschwinden, enttäuschen. Denn neben Rosensteinstraße und Nordbahnhof gibt es noch einen anderen Abschnitt, der liegt hier unten an der Wolframstraße, zwischen Wolframstraße und dann Richtung Uferpalast. Dieser Abschnitt sollte, man höre es, im August 2013 übergeben werden. August 2013. Also wenn Sie da unten vorbeilaufen, sehen Sie, da ist ein großes Loch gegraben. Offensichtlich hatte man vergessen, dass bevor die Straße und auch die U12 darauf gelegt werden kann, ein Stück des neuen S-Bahn-Tunnels gegraben werden muss. Das war natürlich, realistisch gesehen, nicht bis August 2013 möglich. Es wird jetzt gebaut. Man kann sich nach Hinterbauzaun auch anschauen. Aber auch dort läuft die Planung total aus dem Ruder. Mit Planungsdatum Ende September 2013 hängt dort ein Plan. Es gibt 18 Segmente von März bis Juni 2014, also in diesem Jahr März bis Juni, sollten 18 Segmente betoniert werden. Wo stehen wir heute? Ihr könnt raten, Mitte Juli, also eigentlich sollte es fertig sein. Letzten Dienstag habe ich mir das angeschaut. Ein Segment hat die Decke fertig. Ein einziges Segment. Manche haben noch nicht mal die Seitenwände oder den Boden. Also, ob diese Sache überhaupt noch dieses Jahr fertig wird, dieser Tunnel, wage ich sehr zu bezweifeln. Und bis dahin kann die Baulogistikstraße nicht durchgängig vom Hauptbahnhof bis zur Logistikfläche befahren werden. Unmöglich. Aber der Käfer tönt, ab August sollen die Gruben für den Tiefbahnhof ausgegraben werden. Es ist eigentlich lachhaft, dass das behauptet wird, aber so wie die Bahn sich das sicherlich vorstellt, will sie den ganzen Dreck hier wieder über diese Anliegerstraße zur Logistikfläche fahren. Vielleicht auch unten am Uferpalast zum Rosenstein oder zur Rosensteinstraße und dort auf die Baulogistikstraße. Aber auf alle Fälle im Gegensatz zur Planfeststellung über öffentliche Straßen. Dort müsste eigentlich
das EBA, das Regierungspräsidium und die Stadt Stuttgart die Anwohner schützen und dagegen einschreiten. Aber die tun ja nichts, es sei denn, und das wäre vielleicht ein Thema für die Juristen unter uns, dass dort geklagt wird, dass die Aufbaumaßnahmen am Bahnhofsbruch nicht stattfinden sollen, bis sie oder nicht stattfinden dürfen laut Planfeststellung, bis die Baulogistikstraße endlich fertig ist. Die Bahn hat selber das Problem nicht gebaut, sie müssen es ausbaden und können jetzt nicht anfangen zu graben. Für einen Bauablauf, wo die Planung und die Realität so weit voneinander abweichen, gibt es natürlich Verantwortliche. Planer, Baufachleute, Projektleiter. Und diese haben entweder keine Ahnung von den Aufgaben, die sie leisten müssen. Sie können nicht einschätzen, was da für Arbeiten notwendig sind. Man könnte sowas auch als Dummheit bezeichnen. Namen sagen und bitte. Oder eine andere Möglichkeit. Sie wissen sehr genau, was los ist und sie täuschen vorsätzlich. Für diese vorsätzliche Täuschung gibt es ein Wort, das heißt LGN-PCK. Also ich denke, es ist sehr angebracht, angesichts des Zustandes der Baulogistikstraße sehr deutlich zu sagen, ihr Planer, Lügenpack. Fakten treten die Planer ja auch noch und die Verantwortlichen rücksichtslos und arrogant auf. Wenn ich dann denke, man muss auch wieder mal daran erinnern, dass der Herr Medon mal formuliert hat, von dieser Baustelle werden Sie nicht mitkriegen, es sei denn, Sie stecken den Kopf in den Gulli, dann zeigt es deutlich, dass sein Maxim war, genauso wie bei Herrn Grube, Cash in the Tash, und es ihm nicht um die Menschen geht, die auch seine Fahrgäste sind. Nicht nur vom Hauptbahnhof hier runter zur Logistikfläche, sondern auch umgedreht für den Cannstatter Tunnel, der ja schon seit einigen Monaten gegraben wird vom Zwischenangriff Nord. Dort hat man den Aushub, den man dort gefördert hat am Nordbahnhof, hier wieder über die Otto-Unfried-Straße abgefahren, weil halt die Verladung noch nicht geklappt hat. Das heißt, bis Mai diesen Jahres sind nicht die LKWs bloß mit vollen Kippern hierher hintergefahren, sondern auch volle Kipper hinten von der Logistikfläche hier durch die Nordbahnhofstraße, die Otto-Unfried-Straße und die Eckartstraße. Unfassbar und menschenverachtend. Bei dem schönen Wetter erspare ich euch weitere Zahlen nicht, ihr müsst ja ertragen. Neben dem Tunnel nach Cannstatt soll ja auch ein Tunnel nach Feuerbach gegraben werden. Der wird vom Zwischenangriff Prag gegraben, direkt neben dem Prag-Tunnel, wenn man vom Nordbahnhof reinfährt. Aber schaut euch an, man sieht seit einem Jahr nichts Neues mehr. Die Kleingärten sind gerodet, die Fläche ist platt gemacht. Und was hieß es im April 2013 dort drüben? Ab Juli soll dort der Vortrieb erfolgen. Ab Juli. Aber Sie haben geredet über 2013. So, und wenn man sich jetzt die Planungen anschaut vom letzten Lenkungskreis oder letzten Infos, dann wurde dieser Termin vom Juli 2013 auf den Oktober 2014 geschoben. So geht man mit Infos um. Allerdings muss man vom Zwischenangriff Prag auch noch eine Logistikstraße bauen, nämlich unter der Löwentorbrücke durch. Diese Logistikstraße ist weit und breit nicht zu sehen und ich bezweifle, dass sie bis Oktober fertig wird. Das würde dann die Mia-Seger-Straße betreffen, die dann genauso eine Anliegerstraße ist, wo der Aushub abgefahren wird.
So, letztes Beispiel. Selbst bei ganz einfachen Maßnahmen versagt die Bahn und zeigt ihre Arroganz und Ignoranz. Hinter vom Nordbahnhof Viertel gut genutzt, ein Golfplatz für die Jugendlichen. Der liegt am Eingang zum Rosensteinpark. Er musste weg, weil er der Baustelle im Weg ist. Im April hat man gesagt, im Mai muss der Holzplatz leider weg. Zerstören kann man pünktlich. Im Mai war er weg. Im September 2013 sollte ein neuer Holzplatz übergeben werden. Was denkt ihr, wann er fertig wurde? Im Mai 2014 hat man es geschafft, sozusagen als großes Geschenk, endlich wieder einen neuen Bolzplatz in den Rosenstein zu bauen. So, und bei all diesen Grausamkeiten gibt es dann immer noch diese tollen Formulierungen. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen Bauleiter Marquardt kennt, der jetzt sicher heißt Penn. Nomen est omen. Vorher war es Dani Arzer. Und in den Jahren der Planfeststellung 2005 war es ein Herr Marquardt. Und der hat formuliert, ganz stolz, Stuttgart 21 wird die erste Großbaustelle, von der die Bürger kaum etwas mitbekommen. Solch salbungsvollen Worten haben dann die Politiker geglaubt, sie haben blind vertraut, sozusagen, muss man in Stuttgart sagen. Jetzt ducken sie sich weg und verdrängen die schlimmen Realitäten. Es ist auch kaum möglich, auf diese katastrophale Situation hinzuweisen, in Versammlungen, über die Presse oder Ähnliches, ganz, ganz schwer, das öffentlich zu machen, weil es massiv versucht wird, das Thema totzuschweigen. Im April 2013 wurde hier drüben verkündet, ja, die Belastungen sind so groß, das war jetzt das Jahr 2013, was wir vorgestellt haben. In spätestens einem Jahr 2014 wird es eine neue Versammlung für die Bürger geben. Aber wie ich sagte, Totschweigen ist das Thema. Es ist weder angekündigt, noch hat so eine neue Versammlung stattgefunden. Und die Zuständigen, Frau Bezirksvorsteherin Krüger, in Klammern CDU, und auch die Bürgerbeschwichtigungsbeauftragte Kaiser von der Stadt Stuttgart, wenn man sie darauf anspricht, wissen gar nichts von dieser Aufgabe, die sie da übernommen haben. Die dramatische Diskrepanz zwischen Planung, Sonntagsreden bei Tunnelfeiern und Spatenstichen einerseits und der ganz, ganz offenbaren Realität von Stuttgart 21 auf der anderen Seite muss den Verantwortlichen immer wieder nahegebracht werden, auf allen Ebenen. Das ist auch unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Linken und Grünen im Bundestag, also auf allen Ebenen muss das versucht werden. Irgendwann müssen die Leute es einsehen und werden sie es einsehen und es wird nicht weitergehen. Aber was bis dahin noch an Zumutung auf uns einprasselt und was noch alles zerstört wird, lässt sich ganz schlecht abschätzen. Allerdings, Freunde, und davon bin ich überzeugt, die Probleme, die wir Betreiber haben, sind so riesig, sowohl beim Bau, bei der Finanzierung und später auch im Betrieb. Leistungslüge ist ein Stichwort in den Bürgerbegehren adressiert. Die Probleme sind so groß, dass Stuttgart 21 scheitern wird. Ja! Stuttgart 21 wird scheitern und wir bleiben oben. Ja, vielen Dank, Jörg, für deine informativen Ausführungen.
die sicher für manche neu waren, nehme ich mal an. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen uns ausschließlich auf das beschränken, was hier im Stadtteil passiert. Jetzt möchte ich aber doch eine kleine Ausnahme machen. Es gab ja die Tummeltaufe am Fasanenhof. Und es gab einen einzigen, der es geschafft hat, da reinzukommen. Unser Ernest, genau. Soll ich gerade einen Klon nehmen? Ernest hat es geschafft, reinzukommen. Ein Applaus! Zum Nachsinieren kriegen wir jetzt eine musikalische Einheit. Ich bitte die drei auf die Bühne.